Willkommen zurück zu Zero Time Dilemma. Und in den letzten Folgen, in den letzten, ja, Szenen haben wir vor allem eine Menge über das Shift erfahren, über diese Zeitreisefähigkeit der Charaktere, was in der Story ja eine große Rolle spielt. Und jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, was ich als nächstes weiterspielen möchte. Überleg gerade mal. So, Q-Team hat natürlich zuletzt eine große Rolle gespielt. Gucken, da haben wir noch zwei Szenen, die ich da noch habe. Gucken einfach mal, wo noch viele Szenen sind. Mit dem D-Team, da gab es ja die großen Informationen, hatte ich drei Szenen. Und mit dem C-Team habe ich ebenfalls drei Szenen. Dann sehen wir doch mal das C-Team. Ich finde das hier mit diesem Ritter irgendwie ganz cool. Den hat man schon mal im Trailer gesehen. Da hätte ich Bock drauf, auf diese Szene, um zu gucken, wie es da mal weitergeht. Ups, mein Mikro gerade abgesprungen. Ach so, das mache ich gleich in der Pause. Muss mit dem Mikro noch was verändern, aber das kann ich gleich in der Pause machen. Ganz so dringend ist es nicht. So, we slept for over 10.5 hours. Well, not necessarily. Right. Zero explained it earlier. Once 90 minutes are up, an injector in your bracelet will activate. An anesthetic and an agent to erase your memories will be administered. We might have just forgotten we did. So, we've woken up a bunch of times already? Something horrible could have happened, and we don't remember it. And I can't even think about it without getting chills. No good. It's locked. So it's like usual, and we're trapped? How about a drink to pass time, then? There's a lot of things we can do here. Junpei, in 90 minutes, we'll... I'm kidding. When you said drink, did you? Well, we are 22, you know. I'm no longer that little boy who played old maid with you years ago. Is that so? True. Looks, tastes, and other superficial things change with time. But there must be something inside you that's still the same. Swimming, going to festivals, getting into snowball fights in the schoolyard. During the incident with the rabbits, you protected me, didn't you? What about it? The Junpei from back then, he must be somewhere. Says the one of us who changed first. No. You might not have changed at all. It's just me seeing things I missed before. Let me tell you something, Junpei. Say what you need to, while there's time to say it. Carlos! The hell? You make it sound like I'm some brat who lies to himself. Once, I couldn't save my parents because of my inexperience. You? Wait, you weren't a firefighter then? I was 18. I'd only just passed the test. I'd come home after buying a birthday present for my sister. At that point, I'd arrived before the fire department had. That's why I... Carlos, I'm here! I'm over here! I managed to save my sister, but not my mother and father. It was because of their support that I could become a firefighter. And I was never able to even thank them. Sorry. I kind of brought the mood down. Anyway, I just wanted to say, I don't want the two of you to end up having any regrets. If you have something to say, say it while you're alive. Huh. While we're alive.
please don't say that. It's bad luck. Good point. Okay, let's find a way out of here. That is the first step to staying alive. Gut, dass er sich entschuldigt hat, dass er hier die Stimmung versaut. Nachdem wir in so einer Todesfalle sitzen mit irgendeinem Irren und wir uns gegenseitig umbringen sollen, verdirbt er hier die Stimmung mit seiner blöden Geschichte. Was für ein Idiot. So, wir sind jetzt hier in einem Raum, wir müssen mal wieder raus. Die Musik ist so ein bisschen stressig. Ich wurde schon mal letztens gebeten, muss kurz gucken, wie sieht es denn mit dem Sound insgesamt aus. Ich hätte, glaube ich, die Musik schon ein bisschen leiser gemacht in den letzten Folgen. Wenn sie noch zu laut ist, sagt mal Bescheid im Twitch-Chat, dann ändere ich das nochmal. Ich glaube, es passt. Hat sich nur gerade so ein bisschen wie so ein Ticken angehört. So, also. Mal hier, was zu trinken. Sadman 570. Nehmen wir einen Schluck. Ah, eine Legende gibt es über diese Flasche. Man darf nicht draus trinken. Der Wein ist so schlecht, dass man... Aha, dass man dann nach den Lebenswillen verliert. Aha. Kann ich dann wenigstens nehmen? Was? Es gibt nur so wirre Geschichten in dem Universum. Wahnsinn. So, muss ich ein bisschen da die Schallplatten an. Mal die Wasserflasche nehmen hier. Irgendwas Besonderes vielleicht an der Wasserflasche. Ja. Sensationelle Witze gibt es ja auch immer und Sprüche von den Beteiligten. Also, zu trinken gibt es genug. Erzählt von seiner Schwester, der sich immer sehr verbunden fühlt. Die wir auch, wie wir erfahren haben, die er aus dem Feuer gerettet hat und für die er hier auch eigentlich an diesem ganzen Experiment teilgenommen hat, was er ursprünglich getarnt war als Test für eine Mars-Mission und jetzt halt hier geendet ist. Eine amerikanische Flagge. Was ist ein Funjarin-Paar? Ja, fragt er auch. Wird natürlich nicht beantwortet. Und eine Rüstung. So, was haben wir hier? Sieht aus wie eine Uhr tatsächlich, so eine Digitaluhr. Kein Anzeichen allerdings auf dem Display für irgendwas. Und Junpei hat immer sehr hilfreiche Kommentare. Noch ein paar Bilder. Ein Bild eines Mondes. Und eine Landschaft bei Nacht. Und Bier. Hier sieht man ein bisschen mehr, ist eine Spielkarte im Gesicht von der Ritterrüstung, im Helm. Ein Letterchart. Okay. Interessante Reihenfolge der Buchstaben, hat jetzt irgendwie auch... Auf den ersten Blick erkennt man jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten, manche sind rot, manche sind schwarz. Nimm die gleichen Buchstaben, nee, manchmal ist rot, also ist Q manchmal rot, manchmal schwarz. Kann man vielleicht irgendwie die Buchstaben von einer Farbe nur lesen? Bringt auch nicht so viel. Nehmen wir das einfach mal zur Kenntnis und schauen mal, ob wir später was damit anfangen können. Moment. Sagt mir jetzt noch nicht allzu viel. Hier ist die verschlossene Tür.
Kann man rausgucken? Na, vielleicht, machen sie aber nicht. Geht in den Flur. Und dann haben wir hier die Jukebox. Duke 803. Mit ein paar Symbolen hier. Ein paar Platten. Oh, Platten waren ja auch hinten im Schrank. In der Bar. Und da kann man Karten reinstecken. So ein paar Informationen von Akane, was sie in der Schule gemacht haben. Eine Spielkarte oder so, vielleicht später. Eine irgendwelche Art von Knöpfen. Sehen aus ein bisschen wie Würfel. Eine 2, eine 3 und eine rote 1. Mhm. Na, gucken wir es mal weiter. Was haben wir hier? Make a Heart. So eine Slot Machine. Kann ich hier oben drauf klicken? Kann ich. Make a Heart heißt die Maschine. Oder die Maschine. Und irgendwas muss da oben hin. Hm, vielleicht die Uhr muss da hin. Ha? Der Lee hat schon wieder voll aufgepasst. Make a Heart. Die Chancen sind 35%. Und dann gibt es hier noch verschiedene andere Symbole. Wenn man die zusammenbekommt, kriegt man verschiedene Punktzahlen zwischen 200 und 10.000. Kann ich hier schon irgendwas machen? Okay. Anscheinend hat es auch keinen Strom. Und hier unten, kann man das sieht aus. Als könnte man da irgendwie. Ne, ist vielleicht nur aufgedruckt. Was machen? Dann haben wir hier. Ist das ein Kerzenständer oder zwei Kerzen? Das sind. Aber fest. Und hier Öl. Eine kleine Flasche Öl, 130 Milliliter, kann man also mit ins Flugzeug nehmen. Zumindest von der Menge her. Ab 100 Öl so im Flugzeug so beliebt ist. Anscheinend ist auf der Flasche das. Weiß nicht genau. Hm. Seltsam, seltsam, seltsam. Die Ritterrüstung hat noch ein Schwert. Gucken wir uns das doch mal an. Können wir das Schwert nehmen? Doch kein Schwert. So ein Feuerhaken für den Kamin. Kann man den Kamin ein bisschen die Sachen hin und her schieben. Aha, aha, aha. Rüstung will er nicht anziehen. Das kann man hier. Ja, kann man jetzt gerade nicht viel machen. Gucken wir uns das mal an. Was steht hier auf dem Tisch? Da haben wir Marmelade. 100% Frucht. Das ist super. Selbstgemachte Marmelade ist voll lecker. Okay. Und es sieht aus wie die Marmelade, die seine Schwester mag. Und das Schönheitsrezept ist ein bisschen Marmelade am Morgen und man ist stark und schön innen und außen. Ja, die Schwester scheint auch nicht so ganz dicht zu sein. So, ein Regelbuch für Schach. Rules of Chess. Zeigen, wie sich der König bewegen kann, wie sich der Springer bewegen kann, das Pferd. Dann zeigen sie. Da bin ich nicht ganz sicher, wie. Ja, die Queen kann sich alle Richtungen bewegen, der Bischof kann sich diagonal bewegen. Ich gucke halt, ob irgendwas anders ist, als man es eigentlich kennt, oder was das zeichnen soll. Aber das heißt nur, wo sich hinbewegen kann. Nee, okay, das ist nur, falls man keinen Schach kann, damit man die Regeln. Trotzdem kennt und die Figuren. Und dann gibt es ein kleines Schachrätsel. Aha. Gucken wir erstmal. Okay, man kann es nicht aufmachen. Das steht auf dem Kopf. Irgendwie ein bisschen Chess. Obwohl das eh auch komisch aussieht. Genau, das E ist umgedreht. Wir müssen noch irgendwas machen können. Geht es wahrscheinlich um die 3. Also es geht darum, dass eine 3 wie ein E aussieht und so weiter. Und wenn man es umdreht, ein S wie ein 5.
Ein S sieht aus wie eine 5. Das E sieht aus wie eine 6. Das sieht aus wie eine 4. Und das C sieht halt nicht aus wie irgendeine Zahl. Ich versuche mal ein bisschen was rumzuraten. So richtig weiter hilft mir es aber auch noch nicht. So. Aber ansonsten wollen sie jetzt nicht viel machen mit dem Schachbrett, außer dass sie immer über die Zahlen und Buchstaben reden. Heben das nicht auf, man kann nicht dran rumdrehen. Na dann. Dann haben wir hier ein Notizbrett mit irgendwelchen Zeitungsauszügen. Man kann sie aber nicht lesen, weil es so alt ist. Und wir haben einen Roulette-Tisch mit 4 Buchstaben hier oben, warum auch immer. Wo ich irgendwas eingeben kann. Hatten wir schon irgendein interessantes Wort in dem Raum? Hatten wir irgendein interessantes Wort? Schon irgendwas? Mir fällt spontan nichts ein. Irgendein Hinweis, 4 Buchstaben wär's. Das vielleicht mit dem Chest zu tun hat, mit den Buchstaben. So genau weiß man es nicht, da war das erste irgendwie keine Zahl. Kann ich irgendwie das Rad drehen ansonsten? Nee. Er geht automatisch immer zu dieser Eingabe. Dann haben wir hier, was man setzen kann. Oh, 5, 1. Ah, ja, guck an. Das hängt doch mit dem Zettel zusammen, den wir gefunden haben. Dann malen wir uns das doch mal kurz auf, ein Memo. Das löschen wir mal, die Informationen, die wir letztes Mal gebraucht haben. Yes. So, wir haben eine rote 5, eine rote 21, eine schwarze, nehme ich mal blau, eine 26 und eine schwarze 28. Und dann vergleichen wir das mal mit dem Pfeil, was wir hier vorliegen haben. Nee, falsches Letterchart. So, jetzt die Frage, wie wir es interpretieren. Ich kann leider nicht gleichzeitig, jetzt ist ein bisschen schade, das Memo aufrufen und... Ups, das wollte ich nicht. Ich kann nicht gleichzeitig das Memo aufrufen und diesen Zettel. Wir müssen uns merken, rote 5, rote 21, fangen wir doch damit mal an. Und überlegen mal, wie sich das hier mit diesem Letterchart, wie sich das verbindet. Rote 5 könnte man natürlich jetzt denken, man nimmt den fünften roten Buchstaben, 21, so. Ja. Ja, schwierig. Vielleicht muss man auch gar nicht die Zahlen nehmen, sondern gucken, ob das genau gleich wie sind. Es müssten ja eine 12er-Reihe sein. Jetzt gucken wir uns mal an, ob das stimmt. Auch hier, wenn es halt äquivalent ist, halt 3 breit, 12 hoch. Gucken wir mal, das will ich mir jetzt mal hier anschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann gehen wir auch davon aus. Rote, dann haben wir hier ein S. Dann haben wir hier die 21, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 26, 28. Gucken wir doch mal ganz kurz da. Also, das haben wir hier schon mal. Das ist S. Dann wird 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S-I-N-P. Simp. Mhm. Wir geben das mal ein. Warum nicht? Und gucken mal, was passiert. Nein, zurück. Error. Simp ist anscheinend nicht richtig. Ich will nochmal ganz kurz reingucken. Ob ich nicht hier schon einen Denkfehler gemacht habe. S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das I und dann war es N, das P. Ganz so einfach ist es leider nicht. Schade. Warum denn nicht? Kann es nicht ein bisschen einfacher sein?
Gehen wir mal zurück. Alphabet, Alphabet. Ja, da war ein Clue somewhere. Ja. Da komme ich auch noch drauf. So. Also. Die Reihenfolge habe ich jetzt eingegeben, das ist nicht. Jetzt können wir natürlich versuchen, irgendwie ein anderes Wort draus zu machen. Es kommt auch im Twitch-Chat gerade. Also die Buchstaben sind auf jeden Fall die richtigen und wir haben S, I, N und P. Und dann können wir natürlich daraus jetzt mit einer anderen Reihenfolge, wenn es ein Anagramm ist, das ändern. Und naheliegend ist natürlich, bei einem Roulette-Rad Spin zu machen. Wahrscheinlich dreht es sich, dann kriegen wir irgendwie eine Zahl. Also machen wir nicht Sinn, sondern Spin, also drehen, was irgendwie naheliegend wäre. Und das geht tatsächlich. Und geht dann ab und dann bekomme ich hier eine Münze. Übrigens vielen Dank an Ernie an dieser Stelle, weil ich es gerade im Twitch-Chat sehe. Ernie erstmal wieder aus dem Urlaub da, habe ihn schon auf Facebook vorhin begrüßt. Aber gleichzeitig auch 2 Monate am Stück abonniert. Vielen Dank. Der Ernie läuft doch. So, wir haben jetzt hier das Roulette-Rad bekommen. Oh, das können wir auch vielleicht da oben einsetzen, über dem, über der Slot-Machine. Gucken wir mal. Nehme ich mal mit. Und ich würde jetzt ganz gerne die Münze einstecken. It's a coin. Okay. Sieht auch aus mit den 2 Siebenen wie aus der Slot-Maschine. Slot-Maschine. So. Und jetzt habe ich eigentlich mich einmal im Kreis schon gedreht, habe eigentlich alles offensichtlich erstmal angesehen. Stimmt gar nicht. Das hier, den Blackjack-Tisch wahrscheinlich, oder was das ist, weiß nicht, was genau ist, werden wir noch sehen, noch nicht. Mit dem Kartenhaus drauf. Und das auch nicht. Collect 5 Coins. Hä? Hä? Das war vorhin, das vorhin übersehen. Das und das. Ich mache 3 Sachen übersehen anscheinend. Ich bin einer. Aber ich mache erstmal oben jetzt hier, gucken, ob ich... Das geht tatsächlich. The power turned on when I put the roulette wheel here. Und jetzt kann ich hier, kann ich dann drehen? Nein. Dann ziehe ich mal am Lever, am Hebel. Ziehen Sie den Hebel. Drücken Sie die Knöpfe. Okay. Wie in echt gewinne ich natürlich sofort den Jackpot, wie immer im Leben. Hier ein Herz, 3 Sieben und was ist jetzt? Tetris-Steine. Keine 10.000 Mack, sondern ein Haufen Puzzlesteine. Gucken wir uns mal genauer an. 10 Pieces schreibt, also 10 Stück. Im Moment gibt es da nicht so wahnsinnig viel zu machen. So. Collect 5 Coins. Gucken wir uns mal an, ob wir da die Münze einsetzen können. Und ob die hier was anders gedacht ist. Hm. 5 Münzen und dann kann man auf den Knopf drücken. Eine habe ich. Das heißt, ich habe kurz nachgerechnet, ich brauche noch. Gleich komme ich drauf. 4 Münzen. Ganz alleine nachgerechnet. Und hier haben wir noch einen Tisch mit einem Kartenhaus. Was sind das hier für 4 Knöpfe? Gucken wir uns mal die Knöpfe an. Drücken auf den Knopf. Square holds. Something could fit inside. Ich glaube, was Quadratisches könnte da reinpassen. Aber will hier nicht vorgreifen und wilde Vermutung anstellen. Wir haben das Kartenhaus noch. Mit Karten drumherum. Wir damit irgendwas machen müssen. Ist das hier eine... Ich habe hier geguckt, ob hier irgendeine bestimmte Reihenfolge der Karten liegt. Irgendeine Straße oder irgendwas anderes. The Tower. Let's knock it down. Wie ist der denn drauf? Hallo!
Was soll denn das? Was ist das denn für ein... Einfach kaputt gemacht, aber anscheinend war es nicht ganz so schlimm. Also, wir haben hier die Karten minus die Karten plus die Karten ergibt irgendwas. Dann haben wir ein paar zerrissene Karten drumherum. Und zwar vier Königskarten. A8, 3, 10 Kuku, 9, 9, 4 Q, gleich. Ja. Und die Könige sind da alle zerrissen, sagen die. Ja, Mai, was ist das denn? Ich lasse gleich wieder bleiben. Ich kriege von Daniel immer Ärger, wenn ich versuche, bayerisch zu reden, weil ich das überhaupt nicht kann. Ich mache es manchmal nur, um sie zu ärgern. So ein gemeiner Typ bin ich. Also, wir haben hier dieses Kartenrätsel. Die Frage ist jetzt, ob das ganz klassisch gedacht ist. Kann ich hier irgendwas klicken? Das hat gerade was hier vorgeschlagen wird. Also normalerweise werden die Zahlen und die anderen halt als 10 interpretiert und dann kann man das zusammenzählen. Ob es in diesem Fall auch so ist, ist die Frage. Aber man kann ja nicht mal irgendwo was eingeben. Weil er schlägt ja irgendwas vor mit Rechnen, aber es ist ja nicht mal so, dass man irgendwie eine Karte auf den Tisch legen kann. Ich habe hier auch keine Karten in der Hand jetzt. Ich kann also auch nichts irgendwo eingeben im Moment. Von daher weiß ich ja nicht mehr, was ich ausrechnen. Also kann jetzt ja nicht mal verschiedene Theorien ausprobieren. Ich kann hier einfach gar nichts machen. Ich kann hier nur rumklicken. Wie ein Idiot. Was ist denn hier noch? Gar nichts. Gar nichts. Ich versuche gerade verschiedene Stellen noch anzuklicken. Neben diesen Vertiefungen da. Da geht der, zoomt der aber nur auf den Tisch. So, wir gucken jetzt mal weiter an, was wir noch für Möglichkeiten haben, um das zu entschlüsseln. Ich dachte, es gibt noch ein paar Ideen. Wir gucken uns das hier unten mal noch an, weil das das Letzte ist, was ich jetzt offensichtlich noch nicht richtig angeschaut habe. Vielleicht können wir das hier mit dem Feuerhaken öffnen, in der Tat. Mal aufgemacht und da ein paar neue Informationen. Und das hat es hier mit dem Chess auf sich. Das ist genau das, was auf dem Chessboard stand, umgekehrt. Die 5 sind das S. Die 6 ist das E. Na, na, mit viel. Na, wenn man das E so mit Schreibschrift macht. Und das H ist die 4. Und die 3 ist ja durchgestrichen. Dann heißt das, das C steht vielleicht für eine 3, wenn man das da hinten irgendwie eingibt. Wir haben jetzt noch einen Hammer hier, einen Holzhammer. Untersuchen den nochmal kurz. Ein rotes X. Auf der einen Fläche. Ich weiß, wie es das Rätsel geht. Ich muss das Puzzle mit dem Hammer zusammenkloppen, bis es zusammenpasst. Das ist wie früher beim Puzzle. Wenn das Puzzleteil nicht richtig gepasst hat, dann drückt man es einfach so lange rein, bis es passt. Und dann hat man das Rätsel gelöst. Ist ja easy. Also ich kombiniere das. Ist ja klar. Und das Spiel hat keine Ahnung. Was ist da denn los? Das war doch die offensichtliche Lösung. Ich muss übrigens niesen gleich. Zum Glück ist das Kartenhaus schon kaputt. Ich mache an dieser Stelle übrigens eine kleine Pause. Ich habe die letzten Folgen ja immer eine ganze Sequenz gemacht, was immer mal so knapp eine Stunde ging. Die letzte Folge dann eigentlich so die letzte Sequenz anderthalb Stunden. Aber ich komme im Moment nicht ganz hinterher, dann für jeden Tag eine Folge zu produzieren, weil ich ja noch ein paar andere Projekte laufen habe. Deswegen mache ich die Folgen jetzt ungefähr immer so eine halbe Stunde lang. Und da ich eh niesen muss, mache ich noch eine kurze Pause. Es geht gleich weiter mit dem Rest des Raums. Mal gucken, ob der ungefähr 20, 30 Minuten dauert. Könnte ich mir noch vorstellen. Bis gleich. Thank you.